Hast du das verstanden, Exo? Ja, bla bla bla. Drückst die Dreiecktaste, unter Eck ist die Substanz und bla 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 und... Ah, jetzt will ich da raus. Den Rest erkläre ich so. Nämlich was noch Heilung 2, Regeneration und Heilung 3 bedeutet und so weiter. Und welchen Nebeneffekt eine Substanz hat. Ah, komm schon. Ich hätte am besten sagen sollen, nein. Okay, das wär's. Ja, okay, dann lass die Anleitung. Ja. Was soll dieser Blödsinn von wegen? Das war ja nun wirklich nicht schwer. Keine Ahnung. Ach, gut, also du übernimmst die Substanz. System, Menü aufrufen und Substanz auswählen und oder bereitstellen. Ja, okay. Veneta, ich habe eine Nachricht von dem Waffenhändler oben. Er möchte dir etwas geben, vergiss es nicht. Marlene, du passt auf dem Laden auf, während wir weg sind. Geht in Ordnung, viel Glück. Und jetzt sind wir zu dritt. Und wir haben hier, wie ihr seht, Substanz. Erstmal rüsten wir uns aus. So. Eisenreif, Meisterschwert, da haben wir nichts Neues. Eisenreif, Gatling, Sturmgewehr. Gut. Und ich hätte noch einen Eisenreif kaufen sollen. So, dann gehen wir mal gestimmt zur Substanz. Er hat Blitz und Eis. Da ich nicht beides brauche. Und jetzt gehe ich mal zu den Nebeneffekten. Ihr seht ja erstmal zu dem, was es kann. Also, ihr seht ja, steht Fähigkeitsliste Blitz, Blitz 2, Blitz 3. Und da oben 3 Sterne. AP, die ich schon habe, und auf nächsten Ebene. Wir brauchen jetzt 1950 AP, um den zweiten Stern zu erreichen. Dann erschalten wir Blitz 2 frei. Und in die nächste Stufe schalten wir Blitz 3 frei. Jetzt kommen wir zum Rüstungseffekt. Die Stärke wird durch die Substanzen meistens schwächer, aber dafür der Zauber stärker. Logisch. Auch die HP nehmen etwas ab und die MP zu. Das heißt, wenn man zu viele Substanzen hat, hält man nicht mehr ganz so viel aus, wie wenn man gar nichts hat an den Substanzen. Aber ich trage trotzdem so viele Substanzen wie möglich, weil ich will die ja leveln. Deswegen. Okay. Er hier bekommt von mir Eis. Und sie bekommt... Hier ist es ein Stern mehr. Also bis zum vierten Stern kriege ich dann Heilung 3. Und ach ja, und der fünfte Stern, wenn ich den erreicht habe, kann man die Substanz für teures Geld sogar wieder verkaufen. Das mache ich immer bei einer bestimmten Substanz. Ich glaube, die alle Substanz verwende ich. Und die grünen Substanzen sind meistens so, es gibt mehrere Arten von Substanzen. Wenn ich eine bestimmte Substanz jetzt aufsammle, erkläre ich euch dazu noch weiter. Auf jeden Fall, die grünen Substanzen sind meistens Zauber wie, halt, warte, ich gebe dir mal wieder herstellen, so. Sind Zauber wie Eis, Blitz und wiederherstellen, also so Zauber, die man jetzt auf den Gegner schleudert oder für sich zum Heilen benutzt. Ja, das sind schon mal die Grünen. Ich weiß nicht, ob die einen bestimmten Namen haben. Ich glaube nur grüne Substanz. Aber ja. Es gibt auch noch andere Substanzen wie lila, weiß, gelb, rot. Aber zu denen komme ich, wenn ich sie habe. Besonders die roten sind geil.
Warum? Erkläre ich euch, wie schon gesagt, später. So, und ja, wir wollten zum Waffenhändler erst nochmal. Hey, hey, Augenblick mal. Du kannst hier nicht rausgehen, ohne was zu kaufen. Das gehört sich für sehr ungesund. Ja, ja. Kaufen. Eisenreif. Bam. Ausrüsten. Lisa. Oh. Hm, die haben so ein schönes Level hier. 8, 7, na gut, 5. 6 wäre schöner gewesen. Ah, nein. Zurück. Jetzt hier rein. Denn hier... Ah, hier kann ich auch speichern. Das hatte ich nämlich vor. Der erklärt uns nur was. So. Substanz alle erhalten. Hey, auf Anhieb. Das war Substanz. Nimm als nächstes diese Schatztruhe. Ist er erhalten. Jetzt hör zu. In diesen grünen Schatztruhen sind viele weiße Objekte versteckt, hä? Gibt Schachteln und Tüten. Gib also acht, dass du keine übersiehst. Grüne Tüten? Was? Grüne? Die Typen erklären mir auch noch was. Also, sie erklären mir eigentlich alles, was ich euch schon erklärt habe eigentlich. So viel ich weiß. Die beiden, die da so Kämpferpose sind, die erklären auch nur, tja, das Limit. Eigentlich erklärt keiner was, sondern ich erkläre denen das, was ich weiß. Anfängerhalle, und hier können wir natürlich auch wieder speichern. Und damit beende ich die Aufnahme auch wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sag ich mal, bis zum nächsten Mal. Bye-bye.